Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein super einfaches Rezept für einen leckeren Butterkuchen mit Mandeln. Dafür benötigen wir zunächst einen Hefeteig, das heißt einen halben Würfel Hefe, 75 Gramm Zucker und 250 Milliliter lauwarme Milch in ein hohes Gefäß geben und mit einem Schneebesen oder einer Gabel verrühren, bis sich Zucker und Hefe komplett aufgelöst haben. Die Hefe-Milch-Mischung anschließend zusammen mit 550 Gramm Mehl, 75 Gramm weicher Butter, einem Ei, einem Päckchen Vanillezucker und einer Prise Salz in eine Rührschüssel geben und dann mit einer Küchenmaschine oder einem Mixer mit Knethaken für 4 bis 5 Minuten zu einem glatten Teig verkneten. Den fertigen Teig danach auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech heben, mit den Händen gleichmäßig auf dem Blech flach drücken und den Teig so relativ eckig auf die Größe 40 x 30 cm bringen. Wenn das erledigt ist, einen Backrahmen um den Teig platzieren, den Teig danach mit einem Küchentuch abdecken und für circa eine Stunde an einem warmen Ort ruhen lassen, bis sich das Teigvolumen deutlich vergrößert hat. Als nächstes mit den Fingern willkürlich kleine Vertiefungen in den Hefeteig drücken. Jetzt 150 Gramm Butter in kleine Würfel schneiden, die Butterwürfel in die Vertiefungen drücken und zum Schluss noch 100 Gramm Zucker sowie 100 Gramm gehobelte Mandeln auf dem Kuchen verteilen. So kommt das Backblech jetzt in den vorgeheizten Backofen für ca. 20 bis 25 Minuten bei 180 Grad Ober-Unterhitze, bis der Kuchen eine schöne goldbraune Farbe angenommen hat. Das Backblech nach etwa 25 Minuten wieder aus dem Ofen holen. So sieht der Kuchen dann nach dem Backen aus. Jetzt kommt noch der letzte Schritt, den ihr auf keinen Fall vergessen solltet, denn dadurch wird der Kuchen später wunderbar saftig. Einfach sofort nach dem Backen mit ca. 150 ml Sahne übergießen und den Butterkuchen danach komplett abkühlen lassen. Sobald der Kuchen abgekühlt ist, mit einem Messer die Ränder des Backrahmens entlangfahren, den Backrahmen danach entfernen und den Butterkuchen anschließend in 16 gleich große Stücke schneiden und servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal.